Hallo, du bist ein Empath und hast auf dieses Video geklickt. Mein Glückwunsch, du gehörst zu den Verlierern der Gesellschaft. Dazu gehöre ich auch und das ist ein Problem, über das wir sprechen sollten. Jeder andere, der hier draufgeklickt hat und nur wissen will, was sich damit auf sich hat, herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video kurz erklären, was es für mich persönlich bedeutet, Empath zu sein, was es für Nachteile in dieser Gesellschaft hat, warum gerade in dieser Gesellschaft und ja, wir sprechen ein wenig darüber. Und am Ende gibt es vielleicht den ein oder anderen Ansatz aus meinem eigenen Leben, wie ich damit umgehe. Zuallererst, das ist eine Schilderung aus meiner Sicht. Ich bin ein Empath und das schon mein ganzes Leben lang. Diese Empathie-Geschichte war immer eine Sache, die gehörte für mich zu einer Grundeigenschaft. Was bedeutet das? Für mich heißt das, wenn es jemandem schlecht geht, muss ich dafür sorgen, wenn ich die Person mag, dass es ihr gut geht. Ich kann es nicht ansehen, wenn einer Person, die ich gut leiden kann, es nicht gut geht. Das war sehr viele Jahre sehr krass und sehr extrem der Fall. Vor allem in meiner, ich sage jetzt mal Jugend, also das heißt zwischen, ja, 12 und 18. In dieser Zeit ist eine der größten Sachen schon einmal ein Problem. Du wirst sehr leicht ausgenutzt. Der größte Feind eines Empathen ist ein narzisstisches Arschloch. Und ja, ich betone das mit Absicht zu bedeuten. Denn wenn du einen Narzissten in deiner Gruppe hast, würde er dich identifizieren und durchaus wissen, wie er mit dir zu spielen hat. Und das ist ein Problem, das kann nicht jeder, ja, für sich wahrnehmen. Und das ist ein Problem, den kann nicht jeder aus dem Weg gehen. Wenn du in einer größeren Gruppe von Freunden bist, kannst du nicht immer beeinflussen, wie sich jeder Mensch entwickelt. Und manche Menschen, ja, sind eben so und manche so. Das Problem ist aber, dass wir als Empathen durchaus leicht ausgenutzt werden. Denn wenn es einer Person, die wir gut leiden können, schlecht geht, dann wollen wir der Person natürlich auch helfen. Manche Empathen können hier doch ganz gut trennen, andere Empathen eben nicht. Was ich zum Beispiel von mir aus sagen kann, ist, mir hat das immer geholfen, mich um andere Menschen zu kümmern, weil dann musste ich mich nicht mit meinen eigenen destruktiven Gedanken beschäftigen und das hat mir durchaus geholfen, bin ich ganz ehrlich. Es hat mich abgelenkt von mich selbst und ich konnte, ja, walten und schalten. Das hat mir geholfen. Allerdings ist dies ein Nachteil, da die Probleme, die du mit dir selbst hast, immer dann kommen, wenn du mal deine Ruhe hast. Und nur weil du dich eine Weile nicht damit beschäftigst, gehen diese Probleme nicht weg. Sie sammeln sich. Da einhergeht natürlich, dass du dich nicht mit dir selbst beschäftigst, deine eigenen Gefühle wahrnimmst und dich selbst einfach zurückstellst. Klar, es ist wichtig, dass es deinen Freunden gut geht, aber du weißt auch irgendwo, dass es dir selbst gut gehen muss, da du sonst nicht die Kraft und Energie hast. Wir ziehen allerdings die Kraft und Energie aus allen anderen Menschen um uns herum und können damit dann entsprechend agieren. Das ist ein Teufelskreis, der schwer bis kaum zu durchbrechen ist. Manchmal hat man Glück und man schafft irgendwo eine Abzweigung, aber ich schätze, dafür braucht man vielleicht auch therapeutische Hilfe, die ich bisher nicht in Anspruch genommen habe. Und ich kann euch auch nicht sagen, ob ich sie jemals in Anspruch nehmen werde. Ich weiß nur, dass ich immer für meine Freunde ein offenes Ohr hatte. Immer. Egal ob früher, egal ob jetzt. Ich helfe ihnen gerne. Und das immer. Und auch mit dem Wissen, wenn jemand anderes, der mich jetzt hier kennt vielleicht, das hört und sich denkt, ah shit, jetzt geht's dem nicht gut und jetzt weiß ich nicht, kann ich den um Rat fragen? Ja, das gehört ja zu einem Empathsein dazu. Das Ding ist, manchmal weiß ein Empath auch, dass er ausgenutzt wird. Manchmal ist es aber auch nicht ausnutzen, wenn man einem Freund hilft. Das ist eine Abwägung, die man machen muss. Aber was ich hier mit diesem Video bezwecken möchte, ist, dem Empathen, der dieses Video hier angeklickt hat, also dich, darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Problem durchaus gibt, dass du durchaus ausgenutzt werden kannst von vielen Menschen. Gerade in einer so großen Debattenkultur, die wir jetzt in Deutschland haben, wo es gefühlt nur Schwarz und Weiß gibt. Und wenn du dann in der einen Richtung nicht bist, bist du direkt in der anderen. Und das kann uns nämlich auch zu einem weiteren Problem führen, indem wir dann sagen, wir werden von hier nach da gezogen und ja, verlieren dabei ein bisschen unsere eigene Identität, weil wir uns so sehr vielleicht anderen Menschen anpassen, dass wir dabei unsere eigenen großen, ja, Ideen verlieren. Manchmal können auch völlig legitime und ernst gemeinte Probleme, die man ansprechen möchte, auch zu falschen, ja, Sachen führen. Und am Ende, obwohl man vielleicht einfach nur neugierig nach einer Sache fragt, kann es passieren, dass wir am Ende als böser deklariert werden. Und man kann sich geradezu nicht vorstellen, wie schrecklich das für einen Empathen ist, wenn man eine ernst gemeinte Frage stellt, die gute Intentionen hatte, weil man eigentlich wissen will, wie man etwas zukünftig vermeidet. Und dann aber dafür gescheltet und ausgebuht und sonstiges wird und gesagt wird, man möchte allen Menschen nur Schlechtes, das kann durchaus böse enden. Aber auch da nutzen dich andere Menschen dafür aus. Sie überwältigen dich mit allerlei Gefühlen und allerlei Negativität und ein Empath merkt das durchaus.
und kann damit vielleicht sich durchaus in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen. Das, wie gesagt, andere Problem dabei ist natürlich, dass wir ständig und immer wieder trotzdem unsere eigenen Gefühle wieder zurückstellen. Immer wieder sagen, ja, jetzt kümmere ich mich nicht darum, das ist gerade wichtiger. Und dann sind wir auch dafür, wir sind dabei, wir sind mittendrin und wir kümmern uns darum. Am Ende des Tages, wie bereits erwähnt, kommt dann dieser kleine Geist wieder ums Eck, spätestens wenn du in deinem Bett liegst und sagt, na, wieder Gedanken darüber gemacht, wie es dir geht. Und das ist ein großes Problem. Ein anderes Problem, was durchaus sein kann, ist, dass du durchaus Schwierigkeiten haben kannst, dadurch zu sagen, was du auch willst. Denn du hast zwar in dem Sinne vielleicht erkannt, was deine Sachen sind, die du möchtest und deine eigenen Gefühle angeht, aber diese Gefühle oder diese Sachen auch zu claimen, also zu verlangen und zu einzufordern, das ist durchaus schwierig. Hierbei eine klare Kante zu zeigen, birgt ja am Ende die Gefahr, irgendwen zu verletzen oder irgendwen zu verlieren. Das sind Dinge, die will man nicht. Wenn man gerade einen Menschen hat, den man vielleicht sehr, sehr mag, das kann einem Empathen passieren, wenn der wirklich sagt, ich mag jemanden besonders gerne. Und dann ist es diese vage Bubble zwischen Freund sein und Freundin und wie auch immer beziehungstechnischen Geschichten, kann durchaus ein Problem dann werden. Denn wenn auf einmal hier ein Schritt gewagt wird, birgt natürlich man immer wieder Gefahr, dass durchaus dann eine Grenze überschritten wird und die andere Person sich abwendet. Was für einen Empathen auch ziemlich scheiße ist. Und nochmal, ich möchte mit diesem Video nur dir, dem Empathen, der auf dieses Video geklickt hat, weil er sich sagt, was will der mit mir mit diesem Titel sagen, nur sagen, mir ging es auch so in vielerlei Hinsicht und es geht mir auch immer noch teilweise so. Das ist ein Problem, um das sich diese Gesellschaft leider entwickelt hat. Wir kommen aber damit mit Sicherheit irgendwann zurecht, weil darauf bauen wir. Wir haben Freunde, wir haben Bekannte in unserem Umkreis, von denen wir Kraft schöpfen. Das macht einen Empathen aus. Wir schöpfen Kraft von anderen, die um uns herum sind. Wenn es allen anderen scheiße geht, geht es dir auch scheiße. Wenn allen anderen gut geht, kannst du daraus durchaus so viel Energie und Kraft ziehen, dass du durchaus natürlich hochgehoben wirst, geradezu schwebst. Und diese Kraft, das ist eine unglaubliche Kraft, mit der man arbeiten kann. Allerdings kann sie eben auch dazu führen, dass du in dieser Gesellschaft, die nur an sich selbst denkt, in großerlei Hinsicht, durchaus problematisch wird. Wir leben in einer Zeit, in der narzisstische Menschen immer weiter nach vorne kommen und die durchaus wissen, wie sie mit ihren Karten zu spielen haben. Und Empathen, die sind einfach offen, die sind ehrlich. Und das ist ein Problem. Und wenn du selbst merkst, und ich bitte dich, wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein krasser Empath bist, schau dir durchaus an, ob du dich sehr oft zurücknimmst, ob du dich durchaus sagst, hey, mir ist es egal, wie es um was es geht, Hauptsache dir geht es gut. Wenn du das für dich selbst beantworten kannst, dass du ja jemanden hast, wo du sagst, ich stelle mich hier zurück, damit es dem besser geht, und du machst das vielleicht bei mehreren Menschen, dann kannst du dir durchaus selbst festmachen, bist du Empath. Und allein dieser erste Schritt soll dir dabei helfen, vielleicht mal zu sagen, okay, ich muss hier einen anderen Weg finden oder ich muss vielleicht Grenzen setzen. Für mich war die Grenze schon allein zu schauen, dass ich Arbeit trenne von echtem Leben, in Anführungsstrichen. Das war schon mal eine Grenze, dass ich sage, egal was auf Arbeit passiert, es ist mir egal, ich nehme es nicht mit nach Hause. Es klappt nicht immer, weil es ist einfach heftig, muss man manchmal einfach sagen. Wenn man einen richtig scheiß Tag hat, dann kann das durchaus Nachwirkungen haben. Aber auf der anderen Seite möchte man natürlich auch irgendwo so ein bisschen, versuchen, das Ganze klar zu trennen. Allerdings ist es dann wieder vielleicht so, dass du durchaus während deiner Arbeit sehr viel Kraft hast, aber das ist wieder vielleicht für die positive Seite. Am Ende vom Tag ist halt wirklich das Problem, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht ausbeuten lassen, dass wir durchaus auf unsere eigenen Gefühle schauen. Deswegen mach dir bewusst, bist du ein Empath, wirst du ausgenutzt von anderen Menschen? Wenn du dir bewusst bist, so wie es mir manchmal auch ging in meiner Vergangenheit, früher schon, dass ich wusste, eigentlich werde ich hier gerade ausgenutzt, dann habe aber diese Problematik nicht angesprochen, weil ich wollte nicht Gefahr laufen, alleine zu bleiben oder alleine zu werden, dann sei dir das zumindest schon mal bewusst. Wenn du diesen Schritt schon mal geschafft hast, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mir hat auf jeden Fall unheimlich geholfen, dass ich plötzlich Menschen hatte, mit denen ich über meine Probleme reden konnte. Das hat mir in den letzten Jahren unheimlich geholfen. Ich habe plötzlich Menschen kennengelernt, die gefragt haben, wie es mir geht, was ist bei mir los. Und zwar nicht nur dieses typische, ach, ich frag mal nach, und wenn er dann sagt, ja, passt schon, sondern auch mal nachbohren und auch mal sagen, bist du dir sicher? Ist alles klar bei dir? Und man merkt irgendwie, dass irgendwas anders ist. Wenn du solche Personen um dich hast, das sind wahre, wahre Freunde. Die passen durchaus auf und die schauen auch natürlich auf dich. Und nur weil sie vielleicht nicht so empathisch sind wie du, weil wenn wir alle so empathisch wären, hätten wir ein riesiges Problem, glaube ich.
Aber wenn du welche hast, Menschen um dich herum hast, die zumindest einen gewissen Grad Empathie haben, dann kann dir das durchaus helfen. Und dann musst du solche Ankerpunkte auch unbedingt ergreifen. Das ist der größte Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du jemanden bei dir hast, der wirklich sagt, hey, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Möchtest du mit mir sprechen? Möchtest du mit mir einfach abhängen? Nutz diese Chance. Es hilft dir unheimlich. Auch wenn du es am Anfang erstmal nicht glauben wirst. Im Übrigen nochmal ganz großes Danke an alle, die beim letzten Video so interagiert haben. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr zum Thema Empathie steht. Und ich möchte durchaus noch ein positives Video zu dem Thema Empathie machen, denn Empathie ist auch etwas Wunderschönes. Ciao.